Sachen hier, ne? Oh, da hängt er. Nochmal, andere Seite. Ich kaufe hier für 600 Euro ein Auto, ne? Ja, richtig. Ist der Checkheft gepflegt? Auf jeden Fall. Erste Hand, unfallfrei? Genau. Die ersten Meter sind gefahren. Also, Wagen ist eine Katastrophe. Gerade voll Rauch rausgegeben. Turbo hat gut gezogen und dann auf einmal nicht. Hat er dann Öl gezogen, glaube ich. Oh Mann. Oh Mann. Ob ich nach Hause komme, du bist. Ist jetzt halt so. Aber der schreibt mich ja nicht. So, jetzt haben wir den Salat, würde ich sagen, ne? Vollsperrung ist da. Heute gab es ja auch eine Sturmwarnung. Echt ein Unfall nach dem anderen. Willkommen bei Kfz4C. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe die Schilder dabei. Wir fahren einmal nach Heidelberg oder Heidelheim. Irgendwohin. Und holen ein Auto ab. Das neue Projekt holen wir ab von mit dir und mir. Mal schauen, wie das Ganze wird, was für ein Auto das ist. Seid gespannt. Und viel mehr dazu, wenn wir dort sind. Und dann mal schauen. Wir fahren jetzt dahin. Viel Spaß mit dem Video. Und angekommen und ja, jede Menge Autos. Einmal hier der Lupo hier. Lupo, beste Auto. Kennst du Lupo 400 PS? Nee. M4 abgezogen, kennst du den? Nee. Ein verrückter Typ ist. So, dann haben wir einen A3, beste Autos. 5er. Und dann haben wir den Hakanabe. Ja, servus, hi. So, Hakanabe, wie geht's dir? Alles klar, passt. Und du? Oh, gut. Eine Frage, bist du ein Händler? Ja. Bist du ein Händler? Ja. Ah, okay. Weil es gibt ja sehr viele Leute, die schreiben drauf, Privatverkauf und dann, egal wo du die Hand hinreißt, alle Händler. Nein, Hakan habe ich aber in Ordnung. Er hat mir das schon von Anfang an gesagt und er hat mir ein Video geschickt. Das ist gut. Das steht da schön. Es ist ein Audi A3 1.8T, 180 PS, Quattro. Das Wichtigste, der Motor ist in Ordnung. Und, was sagt ihr? Kleine Bullen. Wie sieht die Bremsen? Die Bremsen sind gut. Wie sind die Bremsen vorne? Sind die auch gut? Sieht gut aus. So, ich fahre jetzt mal eine Probe, mal schauen, wie das ist. Geht ja. Ja, funktioniert. Quattro! Quattro! Geil, geil, geil. Airbag, wie immer. So, fahren wir eine Runde. Jetzt fahre ich damit mal, was tut denn hier? Schon 90 Grad, wie schnell ging das denn? Was ist denn los? Zieht wie 180 PS. Ja, die Bremsen. Also Bremsen tut der, Lenken tut der, okay, ich glaube eine Motorhalterung ist kaputt, aber ich muss sagen, also der wackelt mir gar nicht, ne? Sehr angenehm. Also da bin ich jetzt gerade echt überrascht. Hier ist die Polizei, ich hoffe nicht, dass keine Probleme so zu fahren. Ein Schild da hinten dran. Irgendwas rechts. Habt
ihr das gehört? Oh, ich glaube, irgendwas ist da und hinten haben wir. Irgendwas ist hinten auf jeden Fall. Okay. Oh, ich muss aber jetzt sagen, ehrlich, da geht noch nicht schlechter. Gut, dann gehen wir mal einmal kurz nach Hakan. Er will ja 600 Euro haben. Mal schauen, was wir noch machen können. Der liebe Hakan. Der nächste Mal kurz an. So, Hakan Abi, was ist vorne rechts das Geräusch? Geht immer Feder. Feder? Hast du mir gar nicht gesagt. Doch, am Telefon. Nein, Quatsch. Hast du mir gar nicht gesagt. Ehrlich? Ja, klar, habe ich dir. Habe ich dich nicht verstanden. Ja, klar, wie gesagt, vorne, dass der Himmel runterhängt. Also 500 Kilometer kann ich so fahren. Was meinst auf du? Auf jeden Fall, also das ja. Ist also so, ich kaufe ja für 600 Euro ein Auto, ne? Ja, ja, richtig. Ist der Checkheft gepflegt? Auf jeden Fall. Erste Hand? Unfallfrei? Genau. Aber ja. Aber hier, was ist so ein ganz kleiner Kratzer hier? Kann man aber polieren. Okay, also nein, nein, alles gut. 500, 500. 100 Euro haben wir genau. Gemacht. Dankeschön, Herr Kanabe. Ist gekauft. Nicht schlecht, nur ist halt mit dem Feder. Ja. Da müssen wir schauen, aber meinst du, dass der Stoßdämpfer festhängt, oder? Kann sein, dass da irgendwie wird, dass da rausgekommen ist von der Führung raus, aber also das sieht man so rechts und links, hat ja nicht einen Druck, ist das auch nicht, aber ich hab das auch nicht. Kann man mal das gelingen lassen, ne? Kannst du einmal machen, bitte. Also einmal drehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sieht, Jungs. Irgendwas haben wir da. Oh, da hängt er. Nochmal, andere Seite. Hinten die Bremsen, okay, Scheibe. Ist auch nicht die beste, aber bringt mich nach Hause. Die Reifen sind auch nicht gut. Gut, gut, gut. Hakan Abi. Aber das hier kannst du alles nehmen, ne? Das brauche ich nicht. Stahlfelgen bestimmt, oder? Ach Quatsch, die kannst du nehmen. Die brauche ich nicht. Komm mal los. Kann ich dir verkaufen? 30 Euro. Die kann ich verkaufen, ja. Aber ich brauche sie ohne. Ne, kannst du haben. Also. Ich brauche sie nicht. Nee. Nee, möchte ich. Gut. Die ersten Meter sind gefahren. Also Wagen ist eine Katastrophe. Gerade voll Rauch rausgegeben. Turbo hat gut gezogen und dann auf einmal nicht. Hat er dann Öl gezogen, glaube ich. Ich glaube, hier hat noch lange keiner gedrückt. Jetzt habe ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich einmal den N75 abgenommen und siehe da, er zeigt keinen Notlauf an. Und jetzt gucke ich überhaupt, doch EPC brennt eigentlich. EPC sollte, oder? Ist das überhaupt? Ne, Motorleuchte brennt nicht. Ja. Ja, da müssen wir natürlich aufpassen. Das Ganze. Mal gucken, ob wir so nach Hause kommen. Das wird eine Tatur mit dem Wagen. So, nach dem Schreck gerade, habe ich natürlich den N75 abgebaut, damit der Turbo halt keinen Druck aufbaut. Mal schauen, ob er es auch nicht macht. Ansonsten, Jungs, ist so. 500 Euro, wenn jetzt einer hier erwartet, der kriegt einen Neuwagen. 500 Euro, allein der Motorpaket, die Haldex-Kupplung. Allein der Motorpaket mit dem Getriebe, alles drum dran, ist schon über 500 Euro wert. Alles gut. Motor läuft einwandfrei. Lass nicht die Teufel an die Wand malen und lass es mal hoffen, dass ich nach Hause komme. Ich werde natürlich gechillt fahren, das sowieso. Aber ich muss ehrlich sagen, bis jetzt, das ist jetzt meine Meinung, der lässt sich gut fahren, bis auf das Geräusch vorne rechts. Kann sein, dass es der Domlager ist, kann auch die Feder sein, dass er irgendwo dranhängt. Ich weiß es nicht. Lass mal nicht hoffen, dass wir viele Kurven fahren müssen. Aber da passiert schon nichts. Und wenn ein Feder kaputt geht, ist ja, Teller ist so breit genug, dass er trotzdem drinnen bleibt. Oben haben wir ein Problem. Wenn er oben kaputt geht, haben wir ein Problem. Dann hängt er fest. Aber Schwamm drüber. Und wie gesagt, der lässt sich echt gut fahren. Und ist super. Ja, ich höre schon, Reifengeräusche sind das. Aber ja,
alle Wetterreifen, alle Winterreifen sind drauf. Aber ist okay. Ich habe schon viel, viel schlimmere Autos gefahren, glaubst du mir. Aber für 500 Euro, no way. Alles gut, bis jetzt, alles gut. Und wenn wir stehen bleiben, mein Gott, dann ist es so. Dann hat man einen Trip gehabt, ihr ein schönes Video, ein unterhaltsames Video und ich die Arschkarte, was soll ich sagen. So, drückt mir die Daumen, ich fahr jetzt nach Hause. Was ich hier echt geil finde, ist, alle technischen Sachen funktionieren. Fensterheber funktioniert, Klimaanlage funktioniert, Sitzheizung funktioniert. Ey, Bombe. Und das für 500 Euro. Und Turbo, hin oder her, kommt eh ein neues rein. Oh Mann, wie nach Hause kommen du? Gerade gelobt, alles funktioniert, aber Scheibenwischer funktioniert nicht. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist, heute ist Gewitter angesagt. Also Wagen lässt sich super fahren, alles toll. Aber natürlich muss ein Problem geben. Scheibenwischer darf nicht funktionieren. Krass. Ja, wenn es gleich auf jeden Fall regnet, muss ich zur Seite fahren, ne? Weil so fahren auf jeden Fall nicht, weil ich gefährde mich nicht nur mich selbst, ich gefährde auch andere. Also drückt mir echt doppelt die Daumen. Also Turbo und so alles in Ordnung, Motor alles super. Die ersten 100 Kilometer top, ehrlich top. Wagen lässt sich super fahren. Ich habe gerade herausgefunden, der hat sogar eine Dings Tempomat, was auch funktioniert. Alles funktioniert, alles. Im Auto funktioniert alles, Klima, alles. Sitzheizung, aber der Scheibenwischer nicht. Egal, man kann nicht immer gewinnen. So, jetzt fahren wir nochmal schöne 380 Kilometer. Kleines Problem hier, es regnet. Guckt euch mal an. Und Scheibenwischer funktioniert nicht. Ich bin jetzt stehen geblieben und mal schauen, ob wir den Scheibenwischer hinkriegen. So. Ist ja hier drüben bei A3. Mal schauen. Hier können wir mal zusammenschauen. Blinker, Kennzeichen, Komfort, Zentral. Ba, 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 ba. Hier, Wischanlage, Waschpumpe. Hier, 24. Wo ist 24? Da, 24. Der ist in Ordnung. Ach, Quatsch. Das ist 25. Ach, 24 ist leer. Alter, guck mal, 24 ist leer. Okay, packen wir mal rein. Was ist denn die 25? Warte mal. 25 ist Heizungslüfter, der brauchen wir. Heckscheibenheizung ist 26. Wo ist 26? Weil die brauchen wir nicht. 26 ist hier. Das ist der hier. Also machen wir die. Die auch nehmen, oder? Ja, die machen wir dann. Okay, dann mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Oh, der hat Takt gemacht. Okay. Und jetzt? Mal schauen. Hey. Hey! Geil! Hey. Okay, Mann, geil! Oh, super geil! Gut, machen wir ein paar Minuten Pause. Das Ding funktioniert. Ja, haben wir ja nicht umsonst hier, ne? Alles gemacht. So, machen wir ein paar Minuten Pause und dann fahren wir weiter. Wir haben noch ein paar im Ort. Wir haben noch ein paar Kilometer und es wird hammer regnen. Aber toll! Zum Glück funktioniert das. Oh mein Gott. Echt, bin echt erleichtert. Na, dann? Hä? Erleichtert, ne? Auf jeden Fall. Oh, ehrlich. Jetzt kann man das sehen. Achte mal, wie das aussieht, ey.
krass, was hier abgeht hier. Ein Unfall nach dem anderen. Echt gerade, weiß ich nicht, was passiert ist. Es war richtig windig. Heute gab es ja auch eine Sturmwarnung. Da vorne ist auch ein Unfall. Uiuiui, wir haben Überschlag heute gesehen. Was geht heute ab? Ey? Toi, 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 dass wir gut nach Hause kommen. Hier, Vollsperrung gerade. Können wir echt Auto ausmachen. Vollsperrung. Ja, gibt Schlimmeres. Hab ich doch gesagt. Hier in einer Tankstelle, irgendwo in Siegen, nur ein paar Kilometer auf jeden Fall nach Hause. Und ich muss sagen, ehrlich, das Ding ist geil. Weißt du, am Anfang Katastrophe, ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Am Anfang war es Katastrophe mit der ganzen Sache, dass wir ankommen und ich ankomme. Und jetzt, ja, alles Happy End. Hoffen wir. Also wir haben noch 90 Kilometer. Aber ich muss sagen, das Ding ist geil. Und Eidos ist auch noch hier. Eidosch! Hier, Kaugummi. Kaugummi. Und ja. Aber geil. Auf jeden Fall Happy End. 500 Euro, kann man nichts sagen. Top. Motor ist super. Alles gut. Und mit Turbo mache ich mir auch keinen Kopf, wobei er zieht. Eigentlich nicht schlecht. Aber alles gut. So, jetzt fahre ich weiter. Guck mal, wie er sich fahren lässt, Jungs. Wie er sich fahren lässt. Ohne Klappern, ohne nichts. Da ist nur hier eine Flasche, was die ganze Geräusche macht. Sonst keine Geräusche, das Auto. Krank. Geil. Angekommen. Oh mein Gott. Eine Geburt. Am Ende gut, alles gut. Wir haben genau 11 Uhr, sogar 10 nach. So, habt ihr noch laufen lassen ein bisschen. Turbo ist wieso hin. Aber ich muss sagen, ehrlich, das Ding ist gut. Wir sind Bombe angekommen. Ne, einzige Problem am Anfang war natürlich einmal, dass er krass diesen Rauch einfach rausgeschmissen hat. Dann direkt Panik geschoben. Dann natürlich den N75 abgeklemmt, beste Entscheidung. Und dann hat er auch nicht mehr, also okay, danach habe ich auch nicht mehr gedrückt. Ich habe auf Autobahn halt immer ein bisschen beschleunigt, aber man hat immer gemerkt, dass er irgendwann seine Sauger-Power nur noch hatte. Und das liebe ich auch bei 1.8er, wenn der Turbo kaputt ist, hat er immer noch Power. Das ist geil. Ne? Dass er immer noch Power hat und nicht wie manche andere Autos, wo du überhaupt keine Power hast. Ne? Aber alles gut. Übrigens Glückwunsch an die Leute, die Nextbox, so ist es, gewonnen haben. Auf jeden Fall bei mir melden. Und ja, ich mache jetzt Feierabend, Jungs, ehrlich, ich bin kaputt. Und ja, und nächstes Mal reden wir über das Auto, was wir damit eigentlich vorhaben. Bis dann. Danke fürs Schauen. Bis dann.